Hallo meine Lieben und ihr lieben Herzensmäuse, willkommen hier bei einem neuen Video. Und zwar reacten wir heute das perfekte Promi-Dinner. Ja, ich habe mir natürlich auch ausgesucht, ein paar Kochsendungen oder ähnliches zu kommentieren, da ich ja selber sehr, sehr, sehr gerne und ich glaube auch sehr gut koche. Und ach, Leute, das, was ich da gesehen habe. Ja, wie krass ist das bitte, ja, mit zu dicken Mantel, mit kranken, geisteskranken Dips, ja, und mit türkischem Milchreis von Dr. Oetker gewonnen zu haben. Ey, so easy geht das, Leute. Ich wollte es euch nicht vorenthalten, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns hier auf meinem Kanal mit anderen Videos gerne wieder. Mucho, mucho, amor. Style, Beauty und Fashion Influencerin Lisha und ihr Lou. Ballermann-Resident Marco Gülpen und seine Tamara. Die Erfolgsgastronomen Lisha Landolfi und Marc Witzislik. Und Kultauswanderin und Dschungellegende Dani Büchner und ihre älteste Tochter Jolina. So, meine Lieben. Ja, das sind die Teilnehmer. Also ein Pärchen, das natürlich Gastronomie macht. Die sind dann natürlich auch immer dann ein bisschen im Vorteil. Und ja, schauen wir uns einfach mal an, was da so fabriziert wird, was wer sagt, ja, und wie es denn so losgeht hier beim perfekten Promi-Dinner Mallorca. Freuen die sich eigentlich auch auf mich? Hat da mal einer nachgefragt? Ja, liebe Daniela oder Dani, ich würde doch mal fast sagen wollen, dass sich kaum einer freut. So rundherum höre ich dann immer wieder, oh, um Gottes Willen, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Ja, also mir gegenüber ist sie super nett gewesen, das kann ich jetzt nur so sagen. Aber die Frage zu stellen ist natürlich gewagt. Was hat sie da jetzt für eine Antwort erwartet? Ja, natürlich, die freuen sich alle mega auf dich. Oder, ja, ich weiß gar nicht, was so die Motivation da dahinter jetzt war, das zu fragen. Es gibt ja 30 Punkte und ich glaube, ich möchte 40. Wir sollten so 35 bekommen. Ja. Also ich habe das ja auch schon mal gedreht, Promi Dinner, und ich hatte 30 Punkte, aber wie man dann so die Arroganz so besitzt, zu sagen, okay, man möchte 40 haben und dann sagt die Tochter 35, das ist gleich wieder abgewertet. Also beides ist ja nicht wirklich realistisch, vor allen Dingen, ich spoiler kurz, ja, oder ich droppe kurz etwas. Ich hätte, glaube ich, 3, 4 Punkte gegeben bei dem Dinner, muss ich ehrlicherweise sagen. So, der erste Abend findet bei Lisha und Lou statt und jetzt wird immer mal so drüber nachgedacht, was es denn gibt und so weiter. So, bei wem geht's heute los? Also wir sind bei Lisha und Lou. Also ich raste aus. Ich freue mich so sehr auf die beiden, wirklich. Ja. Ich habe sie erst einmal ganz kurz beide kennengelernt und ich muss sagen, die sind super cool, super nett. Ich bin sehr gespannt. Lisha und Dani, ja, dass sie sich verstehen, das wundert mich erstmal. Aber weil ja beide doch so ein bisschen explosiver in der Tendenz sind, ja. Das hätte also auch genauso gut gegenteilig sein können. Und von daher muss man jetzt einfach mal schauen, wie das Ganze hier sich entwickelt. Wir schauen uns mal bei Lisha und Lou rein. Ich liebe die Menschen, die Frauen geben dir Komplimente. Du wirst nicht dumm angeguckt, wenn du mal was Kurzes anhast. Richtig. Ich weiß ja ehrlich gesagt nicht, wo die in Berlin gewohnt haben, aber da habe ich das auch noch nicht erlebt, dass eine Frau blöd angemacht wird, weil sie was Kurzes anhat. Es ist auf Mallorca also anscheinend nicht so, sondern die Frauen sagen alle, wie toll sie aussieht, ja. Also ihr Ego wird ein bisschen gebauchpinselt und deshalb sind die, glaube ich, dann auch ausgewandert. Ah, was war das? Sind die, das sind nur mal Hähnchenkäfer. Ich will die nicht auf meinem Rücken, hast der du nicht, da. Hast du nicht, komm. Mann, ich hasse Käfer. Ja, sie hasst Käfer. Ja, Lisha hasst ganz viele Dinge und ja, also ich glaube, dass die Insekten definitiv nicht der Grund waren für die Auswanderung. Ich weiß auch gar nicht, warum man immer mit diesen Augenpads da sitzen muss, mache ich ja jetzt auch nicht im Video. Ich mache die zwar auch mal gerne, aber wird jetzt nicht auf die Idee kommen, hier ein Video mit den Augenpads für euch zu drehen. Notchi, komm mal ein bisschen runter, Elzer. Du bist gerade unnötig aufgedreht. Ja. Würde ich mich auch so benehmen, wären wir immer noch Hartz-IV-Empfänger. Also durchweg muss ich ja wirklich sagen, finde ich, dass bisher das, was ich gesehen habe, Lou sich doch deutlich, deutlich besser benimmt als Lisha, ja. Aber sie ist natürlich der Grund, dass sie keine Hartz-IV-Empfänger mehr sind, ja. Dann wäre das mit der Auswanderung vielleicht auch ein bisschen schwierig geworden.
2 Regeln in diesem Haus. Keine Schuhe, nicht im Pinkeln, nicht im Stehen pinkeln. Wir finden wirklich immer Tiere in Not. Wirklich immer. Ich habe schon Angst, rauszugehen. Ja, aber Gott weiß, dass wir denen helfen. Das ist schon heftig. Also gut, keine Schuhe im Haus, das wäre hier schon mal so weit in Ordnung. Ist ja auch im Stehen pinkeln, das finde ich auch völlig in Ordnung. Wenn das nicht der Fall ist, also da kann ich hier nur zustimmen. Und jetzt finden Sie immer Tiere in Not, ja. Ehrenwert bin ich ja auch absolut dafür. Aber ob Gott da jetzt bei den beiden so viel mitwirkt und einwirkt, ja, das mag ich doch mal ein bisschen zu bezweifeln. Dann kommt die Frage auf, ob sie denn nicht Kinder haben wollen, ja? Und jetzt hört mal zu, was Lisha da sagt. Menschenbabys müssen nicht sein. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass hier jetzt 2 Menschenkinder sitzen oder stehen und rumschreien, bis sie Essen kriegen, oh nee. Die kannst du nicht mal einfach in eine Tasche oder so eine Plastikbox setzen. Kann man schon, mache ich aber nicht. Sagt man Menschenbabys? Das klingt für mich so ein bisschen nach Kannibalismus. Lisha Lecter. Warum schmeißt du es auf den Boden? Damit du es aufhebst. Ja, genau so geht man mit Männern um, ne? Schmeiß einfach mal das Zeug vom Auto auf den Boden und lass es ihn aufheben, ja? Ist irgendwie toll, dass sie so einen Trottel gefunden hat. Hey! Silly! Mann, ey, Silly, das nervt! Wir kriegen gleich richtige Probleme miteinander. Ja, ich krieg hier die Probleme mit den Kugeln. Asoziales Verhalten. Er hat sich in den Kugeln, die da hängen, verfangen. Und das ist jetzt das asoziale Verhalten. Das ist so toxisch, das ist so giftig, Leute, ja. Also wenn mein Freund zu mir sagen würde, ey, was ist ein asoziales Verhalten, dann hätten wir echt ein Problem, dann würde ich in die Diskussion einsteigen. Aber das wird ja alles noch viel schlimmer. Und diese Art und Weise ist wirklich, wirklich giftig. Also er muss wirklich ungemein devot sein, um das überhaupt aushalten zu können. Oder er ist es irgendwie nicht anders gewohnt. Aber das jetzt zu sagen, ich glaube, das will doch kein Mensch hören. Das mit der Tischdecke nervt mich aber schon. Warum denn? Weil die nicht richtig wie gebügelt aussieht. Wir haben jetzt hier aber auch keine A-Promis zu Besuch, wo wir uns weiß ich wie viel Mühe geben müssen, deswegen das reicht schon. Gleich mal die Gäste abgewertet, ja. Ich meine, da hat sie natürlich recht, indem sie sagt, es ist schon ein bisschen lustig, ja, dass sie keine A-Promis zu Besuch haben. Aber er ist so, glaube ich, der ganz Ordentliche da. Also auf jeden Fall war schon mal die Tischdecke auch ein bisschen gebügelt irgendwie, aber halt natürlich mit einer Falte oder mit einer Kante. Aber ja, so, ich weiß gar nicht so richtig, Bock haben die beiden, glaube ich, da drauf nicht. Jetzt gibt's die Karte und die wirft bei dem einen oder anderen doch ein paar Fragezeichen auf. Vorspeise, türkische Dips, Hummus und Gurkensalat. Hauptspeise, Manti. Ich liebe Manti. Ich kenne Manti nicht. Nachspeise, türkischer Milchreis. Gut, also Milchreis kenne ich. Ja, die Büchner war ja auch mal mit einem Türken zusammen, war ich ja auch mal 7 Jahre. Also ich kenne auch Manti und die hat sie auch tatsächlich selber gemacht. Also ihr könnt natürlich die ganze Folge bei RTL Plus nachschauen. Link ist unten drin zum perfekten Promi-Dinner. Wenn ihr noch kein Abo habt, ist der erste Monat auf jeden Fall kostenlos und ihr könnt ganz viele Premium-Inhalte sehen und natürlich Sendungen vorab und natürlich auch zu jedem Zeitpunkt, wo ihr wollt, könnt ihr die Sendungen auch nachschauen. Und da muss ich sagen, der Teig war sehr, sehr, sehr dick ausgerollt und die Füllung sehr klein. Also das ist, das sind ja so türkische Ravioli, wenn man so möchte, Manti. Und wenn der Teig einfach zu dick ist, dann schmeckt das einfach auch pumpig. Ja? Das muss schon hauchdünn ausgerollt sein. Aber gut, es sind ja alles nicht die Spitzenköche, die da mitmachen. So, und dann haben wir das Dr. Oetker-Gate hier. Der türkische Milchreis, schaut mal bitte zu, wie der türkische Milchreis gemacht wird. Überraschenderweise aus deutschen Tüten. Und türkisch wird der dann wie? Türkischer Milchreis ist dem Deutschen sehr ähnlich, aber er muss viel flüssiger sein. Und wenn das nicht ist, dann ist Katastrophe, weil dann hätte ich auch einen deutschen Milchreis machen können. Ist das sprudelnd aufgekocht oder ist das noch nicht gekocht? Nee, es muss ja sprudeln ganz leicht. Aber das ist ja schon so schaumig.
Also für mich gab es da nie einen Unterschied zu türkischem oder deutschem Milchreis. Milchreis ist Milchreis, auch in Israel ist Milchreis Milchreis. Also egal, wo ich jetzt bisher war und es auch gegessen habe, es ist einfach Milchreis und der wird ja aus Tüten gemacht. Und jetzt starren sie auch beide direkt die Milch an, ob die tatsächlich zum Kochen kommt. Also so viel türkischen Milchreis können die beiden vorher ja nicht gekocht haben. Ein Küchentipp, lass den Mann nicht rein. Auch sein Gesicht bei diesen Kommentaren ist immer so lustig. Muss ich wirklich sagen. Also ich muss wirklich sagen, ich finde, dass sie ihn immer wieder disst. Es ist wirklich, auch er sitzt ja auch nebendran, lass den Mann nicht rein. Aber wenn sie ihn braucht, dann kann er immer schön machen. Also das ist wirklich, finde ich, er ist eher in einem Dienstbotenverhältnis als in einem Liebesverhältnis. Du bist wie die Felgen auf einem Auto. Man braucht sie nicht, aber trotzdem sieht's gut aus. Man braucht sie nicht, aber es sieht trotzdem gut aus. Also ihr merkt, das ist das beste Beispiel wirklich für eine vergiftete Beziehung, für eine toxische Geschichte, die die beiden da haben. Also mich würde es gar nicht wundern, wenn irgendwann der Punkt kommt, wo es bei ihm so aufgestaut ist, dass er einfach mal zuschlägt. Die mallorquinische Küche, glaube ich, ist sehr, sehr lecker, wenn man alles mag, was aus dem Meer stammt. Also so frischer Fisch, Meeresfrüchte, Paella und solche Sachen. Das ist schon heftig, aber eher nicht so meins. Also überhaupt bei diesen Promi-Dinner sind ganz viele dabei, die keinen Fisch essen, nichts, was aus dem Meer kommt. Ich frage mich immer, wenn ich jetzt, so ich habe auch mal überlegt, vor Corona komplett nach Sizilien zu ziehen, aber auch natürlich aus einem kulinarischen Grund mit, denn das ist natürlich super, wenn du da direkt am Meer bist und natürlich auch alles, was das Meer hergibt, super frisch essen kannst. Das hast natürlich keine Transportwege und so weiter. Also sie sagen auch irgendwann später, sie haben in Berlin natürlich viel besser gegessen wie auf Mallorca. Und ich meine, auf Mallorca gibt es mega, mega geile Restaurants, ja. Also ich verstehe das irgendwie gar nicht, ja, dass man sagt, das Essen wäre also ganz schlecht, ne. Und das habe ich also so nicht erlebt, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber auch so diese Überlegung, bei einem Promi-Dinner mitzumachen. Und damals, als ich es gemacht habe, war eine Veganerin dabei. Das ist schon 12 Jahre her, da gab es noch gar nicht so viel Fleischersatzprodukte oder ähnliches. Und ich weiß nicht, ich würde da jetzt nicht mitmachen, wenn ich doch ganz, ganz viel ausschließen würde oder halt nur 2-3 Sachen essen würde. Dann käme ich gar nicht, würde ich sagen, hey Leute, das ist nicht einfach mein Format, weil A, esse ich nicht alles, B, kann ich nicht kochen. Man blamiert sich doch letzten Endes auch nur. Aber gut, wir schauen mal weiter, was da so fabriziert wird. Ja, ab jetzt, ganz ehrlich, jetzt wo ich weiß, was ich hier fabrizieren kann mit dir, kaufen wir doch keine Dips mehr. Boah, zum Abendbrot und so, das ja. Ist ja geisteskrank. Essensbewertung im Gourmillon, das ist ja geisteskrank, ja. Dips zu machen, also ein paar Dinge hier zusammenzurühren, und bisher haben sie immer Dips gekauft. Ich bin einfach irgendwie immer wieder sprachlos darüber, welche Aha-Erlebnisse es dann doch gibt, wenn man irgendwie 3 Zutaten zusammenrührt bei manchen. Das ist für mich der leckerste Sekt, den es gibt. Willst du denen direkt schon was eingießen von dem? Oder ja, willst klar. Du nicht fragen, was die eher trinken wollen? Ist mir doch egal, die trinken, was es gibt. Also, die sind auch so richtig gastlich, ne? Die trinken, was es gibt. Also so richtig gastlich, ja? Also will mich auch sofort wohlfühlen. Allgemein, so, das ist irgendwie komisch. Ich habe noch nie in meinem Leben für Leute gekocht. Also so mal für die Familie. Ja, klar. Aber einfach so noch schon. Ihr seid überhaupt so die ersten Gäste seit 1,5 Jahren. Echt? Wir haben noch nie jemanden zu Hause eingeladen. Ja, ja. Ja, bei dem großen Potenzial an Gastfreundschaft wundert es mich ja auch nicht, dass ihr noch niemand eingeladen habt. Oder es wollte einfach auch niemand zu euch kommen. Außer, wenn sie jetzt gezwungen werden von Vox. Dann gab es die sehr dicken Manti. Also schaut es euch wirklich an bei RTL Plus. Und ja, dann wagt es doch Lou auf einmal was zu sagen. Das ist mega lecker, müssen wir noch besser lernen, Cindy. Das müssen wir wirklich einmal mit den richtigen Rezepten machen, rüberschicken lassen.
Boah, ja, ganz ehrlich, ich bin gar nicht zufrieden. Null. Sag ich ganz ehrlich. Also Vorspeise heftig lecker, mhm, aber der Hauptgang, die Mante, nee, Mann, das war haben nicht wir so verkackt. Also ganz ehrlich, ja, kurz und knapp, wir haben es richtig verkackt. Die Mante haben gar nicht ansatzweise so geschmeckt, wie sie schmecken, sollten. Die waren ja zu hart, aber ich glaube, es lag eher an der Mante, weil sie ja auch selbst gemacht waren diesmal. Ja, es lag daran, dass sie selbst gemacht und nicht gekauft waren. Deswegen waren sie nicht so lecker. Ja, wir sollten uns das Rezept geben lassen. Das hätte ich vielleicht mal im Vorfeld gemacht, ja. Für mich war es normaler Milchreis. So kenne ich Milchreis. Aber das Problem ist ja, wenn du keinen Milchreis magst, dann ist es schwierig. Ja, dann ist klar. Das Dessert war also nicht so der Bringer. In Berlin konnten wir an jeder Ecke essen. Und das gut essen. Mhm. Nicht essen, wirklich gut essen. Aber dafür haben wir hier ein besseres Leben. Ja, das stimmt. Ja, in Berlin war alles besser. Bis aufs Wetter. Ja, ich persönlich, ja, guck mir lieber Fußball an. Also ihm hätte ich jetzt eher zugetraut, dass er es geil findet, ja, aber er hätte lieber Fußball geguckt, ja. Nun denn, er ist ja jetzt am zweiten Tag auch dran mit Kochen und er muss wohl, hat eine sehr, sehr, sehr große Terrasse irgendwo in Arenal mit Blick so auf Ballermann und Meer. Und ich glaube, auch drunter ist direkt so eine richtig schöne Kölschkneipe. Mega Lage. Und Lisha ärgert sich jetzt ein bisschen darüber, dass da wohl die Aussicht besser ist. Das ärgert mich gerade ein bisschen, weil ich dachte, ich bin die krasseste mit meinem Ausblick gestern. Aber okay, bei mir war es wenigstens ruhig. Wenn wir da nachher jetzt die ganzen Alkoholiker grölen hören, dann muss ich mir noch mal überlegen, was ich da mit den Punkten mache. Ja, da muss sie überlegen, was sie mit den Punkten macht. Ja, ist natürlich Punktabzug, ne? Wenn es am Ballermann ist, ganz klar. Hat natürlich auch total das Konzept der Sendung verstanden. Nein! Oh nein! Ich esse weder Zucchini noch Lachs, was soll das? Oh. Also, ich esse ja nicht so gerne Fisch. Mir kommt es jetzt schon hoch. Also, bei den Zucchini-Lachs-Rollen stört mich die Zucchini-Lachs-Rolle. Man merkt auch, dass Dani so ein bisschen Lisha immer recht geben will und findet es natürlich jetzt auch scheiße, dass es Zucchini-Lachs-Rollen gibt, ja? Findet aber nicht nur sie scheiße. Das ist doch nicht schlimm. Nee, ist scheiße. Nein, ist es nicht. Ich weiß. Doch, du hast ja Hunger. Ich guck mal, was nein, ich es kommt kann. Doch die Hauptspeise. Wirklich, mach dir gar keinen Stress. Schwieriges Thema mit der Vorspeise. Der liebe Marco war sogar derjenige, der gefragt hat, glaube ich, wer isst von euch kein Schwein? Also das war sehr deutlich. Ja, also Lachs, Zucchini, die eine kein Fisch. Ich frag mich immer, was ihr wirklich auf Mallorca macht, ja? Also es geht nicht in meinen Kopf rein, ja? Also wenn ich alles da nicht mag, ja, so kulinarisch zumindest, ja, ich käme nie auf die Idee, natürlich würde ich vielleicht auch mal sagen, naja gut, ich hätte jetzt vielleicht mal Lust auf einen Sauerbraten irgendwie im Winter und würde das machen, ja. Aber ich nehme doch das, was frisch da ist und erfreue mich daran. Aber so diese permanenten No-Gos und Befindlichkeiten, da mache ich bei so einem Format nicht mit. So, also die Vorspeise war problematisch. Dann gab es eben auch noch die Zucchini-Röllchen mit Serrano-Schinken. War natürlich auch wieder aufgrund von Schwein ein mega, mega, mega Problem, ja. Ja, und von daher ist es jetzt so, dass sie ja gerne eine Alternative hätte haben können, wollte sie aber nicht. Und jetzt dauert aber auch dieses Hauptgericht, und mich hat es echt gelupft so, als ich gesehen habe, wie es gemacht wurde. Ihr müsst euch das angucken. Und zwar so eine gefüllte Hähnchenbrust mit irgendeinem Schmierkäse gefüllt und Jalapenos und Streukäse. Ich hasse diesen Begriff Streukäse. Was ist Streukäse? Streukäse ist kein Käse. Was, also allein dieses Wort Streukäse hätte bei mir einen Ekel hinterlassen. Für alle, die nicht mehr dran geglaubt haben, das Hauptgericht wird angerichtet und kriegt zu guter Letzt sogar noch sowas wie eine Soße. Püh,
Spargel und gefüllte Hähnchenbrust. Mal mit, mal ohne Bacon. Ja, ich habe das Hauptmenü dann doch ein bisschen unterschätzt. Da hätte ich doch besser mal ausnahmsweise auf meine Frau hören sollen. Auch so diese Einteilung, wenn man so ein dickes Hähnchenbrustfilet hat, ja, dass das ein bisschen länger braucht als irgendwie alles andere. Die hätte man auch schon vorher füllen können, kühlstellen können und dann hätte man die vielleicht auch schon mal kurz anbraten können und dann nur noch im Backofen weitergaren können, um das zeitgleich zu servieren. Aber das, ja, die Logik hatten sie jetzt auf jeden Fall nicht. Und dadurch müssen die armen, süßen Mäuse hier ein bisschen warten. habt ihr die kleine Tütensoße gesehen? Und dann noch das Maggi rein. Man kann ganz geile Soßen machen, ganz schnell. Also ohne, dass sie jetzt großen Ansatz machen muss mit Knochen oder Ähnlichem. Und ja, also von daher, das war so für mich auch wieder so der Moment, wo ich gesagt habe, oh, und im Grunde auch, wie diese Hähnchenbrust aussieht, ich hätte auch da nur so ein paar Mini-Häppchen gegessen. Denn es gibt die Punkte und ja, dann ist auch schon wieder der nächste Tag. Und das ist der Tag, wo die Profi-Gastronomen dran sind. Und die machen das natürlich super geschickt, weil die haben auch noch eine Pasta-Manufaktur und gehen zum Metzger und in diesen kleinen Laden, lassen sich auch das Carpaccio gleich direkt auf dem Teller machen. Also da hat man natürlich wirklich ganz wenig Arbeit mit, muss ich ja wirklich sagen. Und letzten Endes ist ja da auch sehr, sehr, sehr wenig selbst gemacht. Und es gibt auch das gleiche Dessert wieder, nämlich Erdbeer-Tiramisu. Und da schauen wir jetzt mal rein, wie die Karte finden und schaut euch mal die Sequenzen an. Macht tiefenentspannte 25 Zähler und erstmal Platz 2 für Tamaras und Markus Ballermann-Dinner. Er ist ohnehin von Anfang an so auch ein bisschen, ehrlich gesagt, so mein Geheimfavorit gewesen, der Marc, weil er auch Vollblut-Gastronom ist und mit Megakompetenz und allem. Also ich glaube, heute wird aus dem obersten Regal so, ja. Das finde ich auch nicht fair, ne? Der ist Gastronom und wahrscheinlich haben die sich Tipps von ihren Köchen geholt, wie sie was machen. Weiß ich nicht. Da gibt es jetzt einen Punktabzug, weil sie es schon können. So. Und wieder bin ich derjenige, der mäkelt, weil ich krieg Carpaccio gar nicht runter. Das ist doch hohes Tier. Ey. Oh, Trüffelpilze geht bei mir jetzt auch gar nicht. Jetzt haben wir den Fisch weg, das Schwein weg, jetzt haben wir Rind weg. Ja. Was ist denn los hier? Ich bin wirklich Känguru, ganz schlimm. Jetzt mit Känguru vielleicht oder so. Muss ich probieren. Hausgemachter Teigwaren, das ist wieder klar, er muss wieder einen raushauen. Es gibt auch Nudeln im Aldi oder im Lidl oder im Eroski, wie sie alle heißen. So. Nee, er macht zu Hause, ja, ist klar. Aber was gibt's zu der Pasta dazu? Tja. Das steht hier nicht. Was glaubst du? Bolognese oder so. Ja klar, natürlich wird's Bolognese dazu geben. Weil, dass er Daniela Büchner keine andere Soßen kennt außer Bolognese, ist mir schon klar. Die auch übrigens überhaupt nicht italienisch ist, darf ich jetzt mal als halb Italiener sagen. So, da gibt es also ganz viele Diskussionen drum, um diese berühmte Bolognese-Soße. Aber gut, da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Also ich finde, dass sich das Menü erstmal ganz gut liest, auch wenn da nicht viel Arbeit dahinter steckt. Weil wenn ich die Pasta fertig habe, drei Süßchen zu machen, die ja auch ein bisschen dilettantisch macht, das könnt ihr euch aber in der ganzen Folge ansehen, das habe ich jetzt nicht hier drin reingeschnitten, und ein Erdbeer-Tiramisu vorzubereiten. Mein Tiramisu ist auch sowas von easy, ja, easy peasy, das mache ich in 5 Minuten, und das Carpaccio, ja, eine Trüffelcreme, da hat er noch nicht mal richtige Trüffel genommen, sondern Trüffelöl, das ist eigentlich auch immer etwas scheiße, muss ich sagen, da hätte ich schon auch dann wenigstens ein bisschen frischen Trüffel mit drüber gehobelt oder so. Ist natürlich nicht jedermanns Sache, klar. Aber er hat ja auch noch für Alternativen gesorgt für unsere befindliche, sensible Seele, die Lisha. Kommt Büffelmozzarella vom Büffel her? Ja. Nee, doch. Vom Schwein. Nee? Ach so. Kennst du nicht den Schweinebüffel? Aber von was vom Büffel machen die das denn? Von der Milch. Aber ein Büffel hat doch keine Milch. Also Mozzarella kommt im Original vom Büffel, liebe Leute. Ja, alles andere, was mit Kuhmilch gemacht wird, kam danach. Und liebe Lisha, ein Büffel hat Milch. Ja, er muss ja auch seinen Nachwuchs versorgen. Also ja, meine liebe Lisha,
ist eine Erkenntnis. Hast du was dazugelernt? Das freut mich ja. Bitte was? Also für mich hat Trüffel einfach nur nach Knoblauch geschmeckt. Ich dachte, das ist ein Pilz, der nach Pilz schmeckt. Mhm. Knoblauchpilz. Ist das ein Knoblauchpilz? Weiß ich nicht, aber es schmeckt so. Könnte einer sein. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob ihr findet, dass Trüffel wie Knoblauch schmeckt. Ich krieg es einfach, ich krieg's gar nicht in meinen Kopf rein. Ey, mit welchen kulinarischen Dilettanten, Staatel dieses Promi-Dinner gedreht wurde. Echt, da hat keiner Bock auf gutes Essen irgendwie. Und ich bin fassungslos, echt. Auch noch so, wenn man über diese eigene Dummheit so lachen kann und sich die Büchner dem Ganzen irgendwie anschließt, ja. Aber zu Büchner kommen wir ja noch im Verlauf, da gibt es ein paar ganz interessante Sequenzen, die ich, glaube ich, für euch ganz gut rausgesucht habe und analysiert habe. Also bleibt in jedem Fall dran, wird spannend. Das ist echt lecker. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, als der Teller kam, dachte ich mir, oh krass, angerichtet, so viel Mühe und so. Aber von 5 haben mir nur 2 so normal geschmeckt, sage ich ganz ehrlich. Ich fand der Geschmack ein bisschen. Es ist so lecker. Und dann im O-Ton zu sagen, wir haben nur 2 Sachen geschmeckt, warum sagt sie es denn nicht am Tisch, ja? Es ist doch, oder ist da einfach ein bisschen die Eifersucht so dabei, dass da einfach jemand was Besseres fabriziert hat als sie? Sie sagt ja auch nicht, es war lecker, sondern es hat normal so geschmeckt, ja. Also ich wäre ein bisschen angepisst, wenn ich sehen würde. Wenn man keine Kinder hat, hat man einfach nichts zu reden. Liebe Lisha, ich muss dich korrigieren. Wenn man keine Menschenkinder hat, dann hat man nichts zu reden. Macht für Lisha und Mark 27 Zähler und Platz 2 hinter Lisha und Lou. Also diese Punktevergabe verstehe ich ja bis jetzt immer noch nicht so wirklich, ja. Aber gut, haben ja jetzt auch jetzt gar nicht so schlecht abgesahnt, ja. Jetzt kommt dann der Finalabend und da schauen wir jetzt mal rein. Denn auch die Karte beinhaltet wieder etwas, wo ratet mal, wer da was zu motzen hat. Und ich war hier noch nie, aber dieses kleine Altmodische, das sieht so nach Mallorca aus. Ja, so sieht Mallorca halt aus. Altmodisch. Das sind so meine gesammelten Werke, denn jedes Mal, wenn ich in einer Sendung war oder Show war, habe ich mir jetzt angewöhnt, mich selbst zu belohnen. Kann man machen. Und das Outfit hier rechts? Ich habe diese ganzen Taschen jetzt nicht gezählt, aber mir fiel halt natürlich sofort eine Situation ein von Promi Big Brother, wo sich Dani Büchner letztes Jahr ja so bodenständig und normal präsentieren wollte und zu Ina Aogo sagte, was kosten denn 2 so Louis Vuitton Beauty Bags, was kosten die denn, wie kann man sich denn so teure Sachen kaufen, und hier steht ein mega Regal voll mit Chanel, Gucci, Vuitton, Dior, ich gucke gerade nochmal, MCM, also da ist alles dabei, also hat sie uns da natürlich auch wieder ein X für ein U vorgemacht, die liebe Dani. Und ja, kommt immer alles raus, Leute. Gerade solche Sachen. Es kommt immer alles raus. Ihr könnt es einfach nicht vertuschen. Und dann wird es auch noch so stolz präsentiert, ja. Also so mal grob überschlagen stehen das sicher für 50.000 Euro Taschen. Aber wegen 2 kleinen Beauty-Bags ein Drama bei Promi Big Brother machen. Ich liebe Dani. Aber gibt es hier nicht eine Person, die diesen scheiß Fisch rauslassen konnte? Jetzt mal ohne Scheiß, müssen es immer Gambas, Muscheln und Lachs sein? Gibt es nichts anderes? Gambas sind diese Wasserkakerlaken. Bisschen hart ausgedrückt. Insekten aus dem Wasser eigentlich, oder? Ist ja auch ganz oft werden Gambas angekündigt und man bekommt Schrimps. So wird es auch nachher bei der Büchner sein, ja. Ja. Wenn man lebt da, dann kann man ja auch durchaus mal Fisch servieren. Also muss jetzt das Menü angepasst werden. Man weiß ja auch, ich glaube auch, wenn ich ihr jetzt ein Steak servieren würde, dass es wahrscheinlich durchgebraten sein müsste. Höchstwahrscheinlich. Was? Ist das jetzt ein Scherz? Es ist jetzt ein Spaß, oder? Ich habe kein Wasser. Was? Die gute Nachricht ist, der Pool ist fast voll. Die schlechte Nachricht ist, der Pool hat das ganze Wasser verbraucht.
Ich mache ein Dinner und weiß, dass ich begrenzt Wasser habe. Lass den Pool volllaufen und wundere mich dann, dass ich nichts mehr abspülen kann. Ey, wie doof sind die Leute eigentlich? Ich verstehe das gar nicht. Kann man nicht ein bisschen vorausschauend denken, ja? Das war natürlich viel wichtiger, den Pool zu füllen, als Wasser zu haben, um vielleicht nachher eine saubere Gabel servieren zu können. Total nach hinten. Das haben wir auch ehrlich gesagt nicht so erwartet. Das haben wir nicht erwartet. Nee, das haben wir gar nicht erwartet. Dass so viel Wasser in den Pool geht, das haben wir nicht erwartet. Was ich selber mache, er war ja gestern eigentlich schon bei seinen Lieblingen. Also von daher ist es, glaube ich, schwierig jetzt für mich als Letzte, da noch mal was rauszuholen bei ihm. Er hat das ja auch gestern gesagt. Auch wenn es mir nicht schmeckt und sie eine scheiß Gastgeberin ist, Nani bekommt heute von mir 10 Punkte. Das ist schon alles ziemlich ausgebufft in dieser Runde. Also Lisha und Dani spielen sich auf jeden Fall die 10 Punkte immer zu. Ja, mega fairer Wettbewerb, Leute. Ich würde das gar nicht als kalte Suppe beschreiben. Das ist eher wie so ein Püree irgendwie. Aber es ist jetzt nichts, was ich mir immer wieder bestellen würde. Börek habe ich, glaube ich, auch noch nie gegessen. Ich wusste zwar, was es ist in etwa, habe es mir aber ein bisschen weniger mächtig vorgestellt. Ja, ein Püree. Also gut, es gab Gazpacho, es gab was aus dem Meer. Oder gibt jetzt noch was aus dem Meer? So muss man es ja eher sagen. Aber es hat ja eine Alternative mit Hähnchen noch gemacht. Auf jeden Fall hat ja Dani Büchner immerhin ein bisschen Mallorca hier reingebracht. Aber auch dieses Börek dazu, ja, das ist halt ein gedrehtes Ding, das ist halt nun mal Filuteig und Käse, das ist immer ein bisschen mächtiger. Aber man sieht einfach, dass das kulinarische Spektrum bei vielen Auswanderern nach Mallorca über die Currywurst nicht rausgeht. So, jetzt kommt mein absoluter Liebling, die Soße. Also, ihr wisst, ich bin halb Italiener. Und habe von meiner italienischen Oma wirklich kochen gelernt, aber auch von meiner deutschen. Und man lässt in Italien ganz oft das Produkt sprechen. Deshalb ist auch zum Beispiel meine Tomatensoße hat genau 4 Zutaten. Gerade nochmal nachrechnen. Ja, 4 Zutaten. Und so schmeckt sie einfach richtig, richtig, richtig gut. Also die Einfachheit, wenn man ein gutes Produkt hat, dagegen ist überhaupt gar nichts einzuwenden. Aber was jetzt als Soße gemacht wird von Dani Büchner, das schauen wir uns in der nächsten Sequenz mal an. Da ist mir ehrlich gesagt auch ein bisschen die Kinnlade runtergefallen. Die großartige Soße. Die Zitronenkräutersoße mache ich jetzt. Die namensgebenden Kräuter dazu, Zitronenschale drüber reiben und in die Nudeln unterheben. Das Resultat möglichst eindrucksvoll anrichten. Aber es war jetzt auch kein Hochgenuss oder ja. Irgendwie was. Wo also man konnte es wow. Essen. Ja. Ja. Oder wo man jetzt fragt, boah, gib mir mal das Rezept. Ja. Oder so. Ja, aber das ist ja auch kein Rezept. Ein Löffel Butter, gehackte Kräuter und Zitronenabrieb. Also es sind 3 Zutaten, aber das ist ja keine Soße, weil das sind dann letzten Endes Butterspaghetti mit Kräutern und dann kommt ein bisschen Fisch drauf. Das wird eine sehr trockene, fade Angelegenheit sein, vor allen Dingen mit dem totgebratenen Hähnchen dazu. Ah, warum denn zu mir? Hure. Oh Mann. Alter, was für ein Irrenhaus. Richtige Flodderhütte. Auf so einer Finca in Mallorca, ja? Fenster auf, so da kann ja mal ein Nachtfalter reinfliegen. Und schon ist es gleich die Flotterwohnung und was auch immer, ja. Ich weiß gar nicht, haben die ein riesen Moskitonetz um ihr Haus gespannt, dass das bei denen nicht passiert? Oder ist da permanent alles komplett zu und abgeriegelt und sind die gar nicht draußen? Ich verstehe es nicht. So ein mega Drama draus zu machen und gleich aber so den ganzen Haushalt abzuwehren. So, und jetzt kommt eine meiner Lieblingsszenen, nämlich die Licia hat wohl über Dani Büchner geredet und das nicht gerade sehr gut. Und jetzt können wir auch mal jemanden enttarnen, weil Dani Büchner spricht es natürlich an. Jetzt ist eine Person wie Dani Büchner aber in jedem Fall natürlich auch gewohnt, dass man über sie spricht.
Und ich glaube, die hat ein ganz dickes Fell, denn großteils würde ich sagen, wird eher nicht so positiv über Dani Büchner gesprochen. Und ist natürlich auch so etwas tendenziell eher gewöhnt, ja. Und sie spricht es aber jetzt an, zwar am letzten Tag des Dinners, hätte sie auch vielleicht am ersten Tag machen können, aber jetzt spricht sie es an. Vielleicht auch, weil sie bei sich zu Hause in diesem sicheren Rahmen hat und gedacht hat, so werde ich nicht gleich rausgeschmissen. Und jetzt schauen wir mal die Reaktion an, vor allen Dingen von Licia. Obwohl ich mal, ich muss das hier ansprechen, mal gehört habe, dass du mal gesagt hast zu einer Person, die wir gemeinsam kennen, also nee, die Büchner geht gar nicht. Ich habe mich sehr auf dich gefreut, ehrlich gesagt. Hab ich gesagt? Ja. Zu wem? Aber ist ja nicht schlimm, das sagen ja viele, haben sie auch schon mal zu dir gesagt. Ja, aber wie kann ich das denn sagen, wenn ich die gar nicht kenne, wenn ich dich gar nicht kenne? Ja, ich habe auch Vorurteile. Eine enge Freundin von dir und ich würde ihr sagen, dass du gar nicht gehst. Das passt schon für mich gar nicht zusammen. Ich weiß nicht, von welcher Freundin sie spricht. Ich weiß nicht, was das für ein Thema war. Und vor allem... Jetzt gebe ich euch einen kleinen Lügendetektor. Wenn jemand die Augen nach rechts oben macht, dann ist es immer eine Lüge. Und Licia hat die ganze Zeit die Augen immer nach rechts oben gemacht. Das heißt, die wusste ganz genau, was sie gesagt hatte und auch zu wem sie es gesagt hatte. Also in dem Fall hatte Dani Büchner absolut recht. Und er wurde jetzt mal ganz dreist ins Gesicht gelogen. Wir haben gewonnen. Doch, wir haben gewonnen. Notchi, wie krass ist das bitte? Ja, wie krass ist das bitte, ja, mit zu dicken Mantel, mit kranken, geisteskranken Dips, ja, und mit türkischem Milchreis von Dr. Oetker gewonnen zu haben. Hey, so easy geht das, Leute. Ich wollte es euch nicht vorenthalten, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns hier auf meinem Kanal mit anderen Videos gerne wieder. Mucho, mucho, amor.